Ich bekomme das Timing nicht hin. Okay, stopp, Leute. Ich hab's verstanden. Ihr bekommt das Timing nicht hin. Jetzt zeige ich euch eine Merch-Variante ohne Timing. Wie geil ist das denn? Und weil dieser Glitch so geil ist, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die, die das noch nicht abonniert haben, abonniert mir, was die krassesten Glitches in GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, eigentlich das gleiche wie zuvor. Ihr braucht nur eine LSK-Mitgliedschaft, damit ihr Sprintrennen starten könnt. Ihr braucht ein Fahrzeug, was ihr merchen möchtet. Ihr braucht ein Spenderfahrzeug. Das bedeutet, ihr braucht ein Fahrzeug, was schon die ganzen geilen Tuning-Teile hat, also am besten voll gemoddet mit F1-Felgen etc. Und zu guter Letzt, ihr braucht einen Freund, der euch unterstützt. Habt das Ganze sehr gut. Dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes trefft euch mit euren Freunden irgendeiner GTA Online-Sitzung. Es ist völlig egal, in welcher. In meinem Fall habe ich diesen Glitch in einer Freundessitzung aufgenommen. Denn euer Freund fährt jetzt schon mal zu LSK-Meet. Ihr aber fahrt zuerst zur Arena und nein, Leute, ihr braucht die Arena hier nicht. Denn wir müssen es hier erstmal verglitschen. Das bedeutet, ihr fahrt hier zur Arena, aber seitlich zur Arena, denn wir müssen zu diesem Ticketschalter. Seid ihr bei diesem Ticketschalter angekommen, geht es einfach hin und habt jetzt oben links die Meldung, rechte Falt das für den Ticketschalter. Das drückt jetzt einfach mal, dass ihr auch in diesem Ticketschalter-Menü drinne seid. Seid ihr in diesem Menü drinne, dann öffnet ihr jetzt das Konsolenmenü. Denn wir müssen jetzt unseren Bot raussuchen. Auf der PS5 ist es jetzt hier Anabug 1P5. Die Botnamen für eure Konsolen habe ich in den Kommentaren geschrieben. Checkt das mal aus. Denn wir müssen jetzt diesen Botnamen einfach mal suchen. Haben jetzt unseren Bot gefunden, treten den jetzt bei. So, Folgendes wird jetzt passieren. Es wird jetzt eine Meldung laden. Sobald diese Meldung kommt, dreimal ganz schnell X drücken, dass ihr die erste und die zweite Meldung sofort akzeptiert. Die dritte Meldung, die kommen wird, dass die Sitzung privat ist, dass ihr nicht beitreten könnt, bla bla bla, die noch nicht akzeptieren. Denn ihr müsst jetzt auf eurem Headset hören, dieses Pom, 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 das in diesen Himmel reingeht. Und erst nach dem dritten Pom akzeptiert ihr die Meldung. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsst ihr wieder runter spawnen und seid verglitscht für den Merch-Glitch. Aber woran merkt ihr, dass ihr verglitscht seid? Naja, ihr habt keine Minimap mehr. Wenn das Ganze bei euch genauso aussieht wie gerade bei mir, perfekt, dann könnt ihr eurem Freund sagen, ey yo, lad mich bitte in LSK-Meet ein. Und euer Freund muss euch einladen, denn in eurem Modus aktuell könnt ihr nirgendwo reingehen. So, seid ins LSK-Meet angekommen, müsst ihr jetzt das Fahrzeug bestellen, was das Geberauto ist, was das Spenderfahrzeug ist. Also das bedeutet, das Fahrzeug mit den ganzen krassen geilen Tuning-Teilen. So, ist das Fahrzeug jetzt auch im LSK-Meet geliefert worden, dann startet jetzt euer Freund oder ihr das Sprintrennen. In meinem Fall starte ich es hier einfach. Hat euer Freund die Einladung jetzt angenommen zum Sprintrennen, werdet ihr jetzt unten rechts diesen Timer haben. Und während dieser Timer läuft, öffnet ihr jetzt euer Handy, ruft es eurem Mechaniker an, sodass ihr oben links das Menü vom Mechaniker habt und lasst es einfach offen. Sobald es offen ist, nichts mehr machen. Denn wenn die Zeit jetzt abgelaufen ist, wird das Sprintrennen jetzt einfach gestartet. Seid ihr im Sprintrennen angekommen, dann als erstes einfach mal respawnen. Das bedeutet Dreieck gedrückt halten und respawnen. Seid ihr jetzt wieder gerespawnt, dann drückt jetzt einfach mal die obere, untere Pfeiltaste, sodass ihr das oben, dieser schwarze Balken, wieder aufklappt zum Mechanikermüdel. Denn als nächstes wählen jetzt das Fahrzeug aus, was wir gerne merchen möchten. In meinem Fall ist es jetzt hier dieser Wohnmobil aus dem DLC. Aber ihr bestellt es nicht. Es muss nur auf dem Cursor liegen. Habt ihr das Ganze gemacht, fahren wir jetzt zum Wasser. In meinem Fall mache ich jetzt hier an dieser Stelle, da diese Stelle gut funktioniert für diesen Glitch. Steht jetzt genauso am Geländer wie ich, dann müssen wir jetzt den Bot vorladen. Das bedeutet, dass wir jetzt wieder ins Konsolenmenü reingehen und unseren Bot raussuchen und ihn auch beitreten. Aber Leute, direkt die erste Meldung brechen wir mit Kreis ab. Das hat einen Zweck, dass wir das Ganze hier vorladen. Denn als nächstes fahren wir jetzt ins Wasser rein. Und achtet gut darauf, Leute. Denn sobald euer Bildschirm grau wird, dass das Fahrzeug ja kaputt gegangen ist wegen des Wasser, müsst ihr sofort X drücken, um das Fahrzeug zu bestellen. Und ihr werdet jetzt einen schwarzen Blackscreen bekommen. Wenn ihr einen schwarzen Blackscreen jetzt bekommen habt, dann geht jetzt wieder ins Konsolenmenü und treten mit unserem Bot wieder bei. Aber die erste Meldung akzeptieren wir mit X. Die zweite Meldung aber brechen wir mit Kreis ab und die dritte Meldung, die Fehlermeldung, akzeptieren wir auch mit X. Und wenn alles geklappt hat, Leute, solltet ihr jetzt mit dem neuen Fahrzeug spawnen, was ihr merchen wolltet. Und es ist gemerged! Wie geil ist das denn? Und das Ganze ohne lästiges Timing. Aber das Ganze ist natürlich hier noch nicht abgespeichert. Um das Ganze jetzt natürlich auch abzuspeichern, muss das Sprint dann jetzt beendet werden bzw. abgebrochen werden.
Also es bedeutet, ihr fahrt es zu Ende oder euer Freund verlässt kurz die Sitzung. Denn ihr fahrt jetzt einfach zu Alice Customs und tunt irgendwas um. Und sobald irgendwas umgetunt ist, ist es gespeichert und es gehört euch. Und Leute, ich habe euch gesagt, hier ist kein Timer diesen Glitch. Ich hoffe, ihr kriegt diesen Glitch ein bisschen besser hin als der andere Glitch. Der andere Glitch funktioniert wirklich, ist aber nur für die Pro-Glitcher, sag ich jetzt mal. Aber ist auch völlig egal. Ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen. Wenn ja, da ist ein fetten Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, euer Bombard. Ciao.